Ja, Naga verdient sich so dumm und dämlich da dran. Das ist so brutal. Naga ist der einzige Gewinner. Wir schauen uns noch das Video an von dem lieben Tom Blatzer. Es kam offiziell vor einer Stunde raus. Also ich werde, glaube ich, der erste Mensch sein, der sich's anguckt. Aber es gibt keine Reaction-Sperre bei seinen Videos, soweit ich weiß. Und wir schauen uns an, ich habe mit 10.000 Euro den besten Trader kopiert. Ich glaube, das ist wieder so eine Naga-Sache mit Copy-Trading. Aber wir gehen rein, ich hoffe, es wird kein übelster Bruch. Ich sagte, er hat miese gemacht. 10.000 Euro in die Hand genommen und damit den Nummer 1 Trader kopiert. 2 Monate wurden automatisch alle seine Trades gespiegelt und wir finden gemeinsam heraus, wie reich man durch Copy Trading wirklich wird. Außerdem verlosen wir 3x 100 Euro. Ihr müsst dafür nur den Kanal abonnieren, einen Kommentar schreiben und die Glocke aktivieren, denn die Auflösung ist im nächsten Video. Mhm. An der Börse handeln wie bei Wolf of Wall Street, auf die richtigen Aktien setzen, kurz bevor sie ausbrechen, Graphen beobachten, lesen lernen und so täglich Jahresgelder verdienen. So ähnlich stellen sich einige den Job des Traders vor, doch die Realität sieht anders aus, denn 80-90% verlieren Geld. Keine ausgedachte Zahl an der Stelle, da jeder Broker nach Vorschrift der BaFin diese Zahlen aktuell halten muss und auch immer wieder als Warnhinweis veröffentlicht. Bedeutet aber nicht, dass Trading allgemein nicht lukrativ sei. Ich sag euch, wie es ist. Ich finde Trading interessant, aber nicht so interessant, dass ich sagen würde, ich hätte Bock, mich damit richtig krass zu beschäftigen. Ich habe mein Geld zwar auch in gewisse Aktien mit damit wir ein bisschen Diversität haben, mit dem Geld, was ich anlege, aber ich würde niemals anfangen, mit meinem Geld auf irgendwelche so richtig zu traden und auf irgendwelche Kursschwankungen zu hoffen. Ey, wenn ich sehe, okay, ich würde gerne mehr Aktien kaufen von einem Unternehmen, was ich feiere, und die kracht gerade runter, natürlich werde ich mir dann vielleicht davon welche kaufen, obwohl ich nicht 100% so Fan von Einzelaktien bin. Aber ich würde es machen, aber nicht aus dem Grund, weil ich hoffe, dass das steigt, und auch nicht, vor allem nicht mit einem Hebel. Was ja die meisten Trader machen, die leihen sich Geld von der Bank mit einem Hebel. Das ganze Prinzip wird in vielen Videos erklärt, will ich gar nicht drauf eingehen. Aber das ist für mich, da verlierst du so schnell, kannst du so viel Geld verlieren und in die Schulden gehen. Deswegen, da bin ich voll raus. Sein kann oder gar unfair ist, denn das Ganze ist ja quasi ein Nullsummenspiel. Sprich, das Geld der Verlierer wandert zu den 10-20% der Gewinner, minus die Handelsgebühren, die sich der Broker einsackt. Um es also mal auf den Punkt zu bringen, die Leute, gegen die man hier antritt, machen das zu einem großen Teil hauptberuflich, haben jahrelange Erfahrung und die Märkte teilweise im wörtlichen Sinne studiert. Weshalb auf den ersten Blick Copy-Trading ja eine naheliegende Option ist. Hier kopiert man ja tatsächlich mit nur einem Klick automatisch alle Trades der Profis, und Anbieter gibt es mittlerweile genug dafür. Nur das Ganze auch einige Haken, auf die wir vor einem Jahr schon hingewiesen haben, heute euch aber an direkten Beispielen nochmal ein bisschen detaillierter zeigen. Um unser Experiment jetzt aber erstmal zu starten, habe ich mich wieder in den Neo-Broker Naga eingeloggt, da hier eben auch einige Finanz-YouTuber ihre Trading-Künste anbieten. Die Bestenliste zeigt die Performance der Trader, die man kopieren kann. Voreingestellt ist der Filter realisierte Gewinne. Die Summen und Trefferquoten sind aber irreführend, wie ihr noch sehen werdet. Sinnvoller für... Ja, weil das natürlich die Trefferquote sich berechnet aus den geschlossenen Trades. Ich muss mal kurz hier abhauen. Ist kurz was runtergefallen. Einmal. Oh, sah das weird aus. So, sorry. Natürlich, die Trefferquote berechnet sich nur aus den geschlossenen Trades. Und wenn dann Trades theoretisch verloren gehen, lassen die einfach geöffnet. Und ja, dadurch geht die Trefferquote nicht runter. Für unser Vorhaben ist also Gewinn der Kopierer. Ich will ja mein Geld vor allem skalieren. Und unter diesem Reiter ist sowohl auf die Woche, 1, 6 und 12 Monate Lino VW LR auf der 1. 95er Trefferquote, zwar nur knapp 76.000 Dollar Gewinn, dafür haben aber insgesamt seine 1.162 Autokopierer 1,8 Millionen verdient. Unter offene Trades hat er 21, krass. Die Stand heute 2.802 im Minus sind.
Das ist super wichtig, mhm, immer nachzusehen. Denn die anderen Stats, die ihr seht, beziehen sich immer nur logischerweise auf die geschlossenen Trades. Ich klicke also hier auf Autokopieren und sehe, dass er im Schnitt $943 investiert und 2,67 Trades täglich öffnet. Auf die letzten 30 Tage hat er diese aber auch relativ lang gehalten, nämlich knapp unter 4 Tage, was bedeutet, dass man zusätzliche Swap-Gebühren mit einberechnet. Ich folge dennoch einfach mal der Naga-KI, die mir empfiehlt, mit meinen 10.000 Euro ihn mit 25% zu kopieren. Sprich, trade die nun mit 100 Einheiten, trade ich mit 25. Okay. Und jetzt schauen wir mal. Ich bin mal gespannt. Irgendwie habe ich das Gefühl, der wird Geld verlieren. Ist nur ein Gefühl. Update 1. Man bekommt von der App immer wieder einen Pop-up, wenn er einen Trade öffnet und einen Trade geschlossen hat. Und ich habe jedes Mal sofort irgendwie nachschauen wollen, wie viel Geld haben wir verdient, hat er irgendwas im Minus geclosed. Deshalb jetzt erstmal ausgestellt. Im Dashboard gibt es nämlich eine Wochenübersicht, die schauen wir uns an. Also, erste okay. Woche mit $326 im Plus abgeschlossen bei Oha. 23 Trades. Woche 2 $487 im Plus und Woche 3 52. Ich habe dann etwas gemacht, was man niemals machen sollte, aber nur so konnte ich euch das jetzt veranschaulichen. Er hat nicht auf 25% gelassen, sondern wahrscheinlich auf 100% hoch. Und zwar bin ich beim Kopieren von 25% auf 50% hochgegangen. Ah. Sprich, mehr Einsatz, mehr Gewinn. Ich bin nämlich sicher, dass wenn es so gut läuft wie jetzt gerade, unerfahrene Nutzer, die durch das Copy-Trading angelockt werden, genauso denken. Problematisch nur, wenn dann genau das passiert, was auch hier eingetreten ist. Er hat die Trades nämlich länger offen gehabt, da anscheinend sich der Kurs anders entwickelte als gedacht, öffnet gleichzeitig natürlich aber neue, wenn er Spots sieht. Dadurch ist prozentual natürlich auch mehr Kapital gebunden, wodurch das dann knapper wurde. Konkret sind 27 offen, die 2400 im Minus stehen, dadurch mein Margin Level orange und ich habe nur noch 2291 verfügbar. Margin ist der Betrag, der zur Eröffnung und Aufrechterhaltung einer gehebelten Handelsposition erforderlich ist. Das ist der Unterschied zwischen dem vollen Wert der Position und dem Kapital, der ja von Naga für uns bereitgestellt wird. Das ist halt krank. Das ist jetzt so krank technisch. Unschuldshebler 1000, das ist ein 1, das sind diese Hebelaktionen, die ich unfassbar kritisch finde, weil du damit halt unfassbar viel Geld verlieren kannst. Wenn du hier sagst, du nimmst zum Beispiel den 100 zu 1 Hebel, das ist das härteste, du gibst hier einen Tausender von deinen, kriegst aber 100.000. zur Verfügung. Das fällt um, sagen wir mal, 20%. Du musst 20.000 bezahlen. 20.000 machst du mit einem Hit miese. Du hast 1.000 Euro von deinem Geld gesetzt, also gehst du mit minus 19.000 raus und dann kommen noch die Gebühren. Damit wir überhaupt hebeln können. Professionelle Trader wie er haben die Möglichkeit, die Hebel noch viel höher einzustellen. Man selber kopiert aber immer je nach Status des eigenen Accounts. Geht das Margin Level jetzt aber in den roten Bereich, dann werden erst Trades übersprungen. Geht es unter 100%, dann wird der Trade mit dem größten Minus geschlossen von Naga. Einfach um uns sozusagen zu protecten. Dafür weicht man dann aber natürlich komplett ab von der Strategie des Traders. Deshalb habe ich auch nochmal 1000 Euro eingezahlt und bin wieder runter auf 25%. Mhm. Deshalb sind die Top-Trader, die man findet unter realisierte Gewinne, eben auch für viele eine Falle. Auf die letzten 6 Monate ist zum Beispiel Ralf SGT auf Platz 1 mit knapp einer Viertelmillion Dollar bei einer 97%igen Trefferquote. Weshalb wahrscheinlich auch 174 Leute den gerade kopieren. Klickt man dann aber auf Statistiken, erfahren wir noch viel mehr, was unser Bild drastisch verändert. Denn wie ihr seht, sind einfach mal die Autokopierer insgesamt 42.000 im Minus. Um das Alter, krank. Muss man auch wieder nur auf offene Trades klicken. Und dann sieht man, mit denen ist er 313.000 in den Miesen. Und wahrscheinlich ist vielen der Autokopierer einfach das Kapital ausgegangen. Dann konnten die nicht mehr seiner Strategie folgen. Muss also per se nicht die Schuld des Traders sein, aber nichtsdestotrotz ist der Account jetzt Stand heute, wenn überhaupt, nur durch den Kopierbonus im Plus. Und das könnt ihr so auch bei jedem YouTuber, der sich selber irgendwie als Nummer 1 oder hochprofitabel. Ja, vor allem hier sind Namen so, wenn man sich schon mal, also for real, ich glaube jeder, der
den ich kenne, hat schon mal gegoogelt und auf YouTube geguckt nach Geldverdienmethoden. Zum Beispiel hier Leon Kramer kennt man. Goldexperte kennt man. Die beiden zumindest kennt man. Trades, okay. Autokopierer, guck mal, 564 Autokopierer, krank. Die kennt man vom Namen so und die werden alle nur davon leben, von den Kopierkosten. Tabler Trader verkauft, hohe Trefferquoten jenseits der 90% bedeuten nicht per se, jemand ist gut im Traden, sondern er schließt nur dafür, dass er nur positiv closed und negative offen hält. So war es, by the way, auch bei dem Trader aus dem ersten Video, den wir kopiert hatten, weil der hatte irgendwann 500 offene. Die Leute haben, glaube ich, über 5 Millionen verloren. Krank. Und dann wurde der terminiert. Das ist halt crazy. Ja, einfach 5 Millionen im Miesen. Das tut so, so weh. Update die armen 2, Leute. Es sieht düster aus. Offene Trades 4286 im Minus, Margin Level orange. Zeigt einfach, wie wichtig es ist, selbst auch den Markt zu beobachten und gegebenenfalls einzugreifen, weil der Trader ja in einer ganz anderen Situation ist, weil sein Kapital wird ja stetig durch den Kopierbonus aufgestockt. Der ist abhängig vom VIP-Level und der Asset-Klasse, die gehandelt wird. Je beliebter, desto mehr Kohle. Hat der Trader also wie in meinem Fall 400 bis 500 Autokopierer, ist das ja zusätzlicher Cashflow, der einem einen ganz anderen Spielraum gibt. Weil selbst wenn man hier mal mit dem geringsten Wert rechnet, kommt das dabei raus. Im Monat einfach 11.746. Schmeckt sehr. Außerdem muss man die Gebühren beachten. Man zahlt pro kopierten Trade 99 Cent, verdient man mit dem mehr als 10 Euro, gehen nochmal 5% vom Gewinn an Naga. Wird ein Trade dann nicht innerhalb... Digga, Naga verdient sich so dumm und dämlich da dran. Das ist so brutal. Naga ist der einzige Gewinner. Innerhalb eines Tages geschlossen, fallen Swap-Fees ab. Wer hier einfach mal an meinen kopierten sehen können. Und die können wirklich eklig hochgehen. Bedeutet auch, dass es sich mit wenig Kapital kaum lohnt, überhaupt mit 5% oder so zu kopieren, weil man sonst ja von den Fees schon aufgefressen wird. Ich werde auf jeden Fall an der Stelle nichts mehr einzahlen und schaue einfach mal, wie sie es entwickelt. Krank. Turbulentes Experiment. Die Woche vom 28. Juni bis 8. Juli hat uns gerettet. Hier wurden 34 Trades geschlossen und sogar noch $556 plus erwirtschaftet und dadurch musste ich auch nichts mehr einzahlen. Kontostand heute 13.461 Euro, was ein Plus von 2.461 bedeutet. Diese Summe ergibt sich natürlich nur durch die geschlossenen Trades. Würde ich jetzt aber heute sagen, ey, ich habe einfach keinen Bock mehr, ich will jetzt alles auszahlen und die offenen manuell schließen, sähe es etwas anders aus. Diese 13 stehen nämlich bei minus 830 Euro. Okay, die wird dann noch abziehen, dann hat er trotzdem circa 1,6 plus gemacht. Aber ich sag's euch, wie es ist, auch wenn er 1,6 plus gemacht hat, es ist trotzdem viel zu gefährlich. Und, also es ist eine gute Marge. Aber ich würde es trotzdem niemals machen und ich kann nur jedem davon abraten. Es ist so, es hätte auch easy nach hinten losgehen können. Das heißt, mein Gewinn wären dann nur noch 1.600. Ja. Auch sind Copy-Trading-Einkünfte natürlich zu versteuern. Hier können und dürfen wir keine Angaben machen, da Chris und ich keine Steuerberater sind. Checkt dafür gerne aber nochmal den Part von Steuerfabi aus dem letzten Video, verlinken wir euch und sprecht am besten mit eurem eigenen Steuerberater darüber. Wie ihr aber hoffentlich gesehen habt, ist Copy Trading eben nicht einfach nur ein Knopf drücken und schon vermehrt sich auf wundersame Art und Weise das Geld. Es ist unglaublich risikoreich. Wäre ja auch saudumm. Nie dieselben Bedingungen hat wie der Trader. Man ist komplett abhängig von diesen und seinen Entscheidungen und eben auch möglichen Strategiewechseln. Oder wenn der Kurs dann mal in eine komplett andere Richtung geht. Wir empfehlen daher, kein echtes Geld einzusetzen, sondern beispielsweise mal mit einem Demokonto zu starten, sich selber den Markt anzusehen und Mechaniken zu verstehen. Auch das bieten die Broker mittlerweile an, wird aber wahrscheinlich von den wenigsten genutzt, weil man immer nur das schnelle Geld will. Lasst uns auf jeden Fall gerne wissen. Aber das finde ich zum Beispiel wieder richtig wild, bin ich ehrlich. Ich hätte übel Bock mal über eine Zeit lang, vielleicht sogar im Stream, also in nächster Zeit wird es nichts einfach, weil ich keine Zeit dazu habe. Aber es wäre schon irgendwie lit, mal so ein Demokonto sich zu organisieren für den Stream und dann on-stream einfach so ein bisschen zu traden damit.
und so ein bisschen zu lernen. Das würde ich schon geil finden. Man macht so eine feste Zeit jede Woche aus und man sagt, hier in der Zeit machen wir ein bisschen Trading-Shit und testen einfach rum und versuchen Sachen zu lernen und so. Das würde ich schon irgendwie nice finden. Wissen, wie ihr zu dem Thema steht und ob wir beispielsweise auch andere Broker und Trader testen sollen. Wir hoffen wie immer, dass wir etwas aufklären können. Also ich kann das halt effektiv nicht. Hat. Und denkt auch an das Gewinnspiel. Alles, was ihr dafür tun müsst, 3x 100 Euro werden verlost, ist Kanal abonnieren, Kommentar schreiben und Glocke aktivieren. Auflösung gibt es dann im nächsten. Es ist auch kein Falschgeld wie hier oder Spielgeld und checkt an der Stelle gerne auch nochmal das ab. Sehr geil, sehr, sehr geiles Video. Ich hätte nicht mal mit einem Plus gerechnet, aber mir war es irgendwie klar, dass das darauf hinauslaufen wird, bin ich ehrlich. Sehr, sehr cool. Check gerne Tom Platz aus, lass Liebe da und ja.